Liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Pokémon Schwert. In der letzten Folge haben wir Fox Sherry gefangen und das legendäre Pokémon gesehen und alles mögliche gemacht, halt diesen Standardkram und uns sogar auch neu eingekleidet, den man halt so bei Pokémon macht. Und ich habe jetzt nochmal in hier Heimgeschenkbunks gegangen und habe jetzt mein Mauzi bekommen. Das ging, glaube ich, noch bis zum 15. Da habe ich mir das dann nochmal geholt, weil das hat, glaube ich, so eine Dynamax-Version. Ich bin mir nicht so sicher. Hier ist auf jeden Fall unser Foxery. Und ich habe mir auch noch mit dem Code PRESENT, also wie Englisch Geschenk, noch ein paar Pokebälle geholt. Das waren irgendwelche ganz komischen Pokebälle, glaube ich. Wie kam ich da? 10 Luxusbälle habe ich noch bekommen. Damit es mein Pokémon auch richtig gut geht, habe ich mir gedacht. So, aber bevor wir losgehen, ich werde dieses Mauzi nicht benutzen. Ich wollte es einfach nur haben, damit ich es habe. Alle unnötigen Pokémon kommen weg. So, und ich habe mir auch noch überlegt, guck mal, hier ist auch noch der Roffel drin. Neben Roffel geht es ja bestimmt gut, Mauzi. Ich habe mir überlegt, das Pokémon Let's Play ein bisschen spannender zu machen, aber ich weiß nicht genau wie. Und da wollte ich euch mal fragen, habt ihr vielleicht irgendeine Idee? Ich möchte keine Nuzlocke-Challenge machen, weil das halt wirklich ein ganz neues Pokémon ist. Und ich kenne mich. Und wenn ich ein cooles Pokémon sehe, dann möchte ich das auch haben. Zumindest beim ersten Playlauf hier. Und deswegen, Nuzlocke ist vielleicht nicht so cool, aber was vielleicht cool wäre, also so eine halbe Nuzlocke, dass die Pokémon nicht sterben dürfen oder sowas. Das fände ich ganz interessant. Also das versuche ich sowieso in den Kämpfen, dass sie halt nicht verrecken. Aber dass ich den gar nicht mehr benutzen darf, finde ich ein bisschen merkwürdig. Oder zum Beispiel sowas, dass die Pokémon kein höheres Level haben dürfen als der Arenaleiter, bei dem man hingeht. Also als dessen höchstes Pokémon. Keine Ahnung, wenn der erste Arenaleiter jetzt ein Pokémon mit Level 15 hat, dann dürfen meine Pokémon nicht auch über Level 15 sein. Wisst ihr, wie ich meine? Aber da bin ich noch am Überlegen, was ich da machen will. Aber dieses in jeder Route nur ein Pokémon fangen, das finde ich doof. Also das könnte man auch machen, nur ein Pokémon fangen. Beziehungsweise, dass so viele fangen, wie man will, aber nur eins davon benutzen. Das könnten wir zum Beispiel machen. Aber ich werde nicht machen, dass ich nur den allerersten Encounter fangen darf. Wie das ja sonst bei Nuzlocke ist. So, genug geredet. Zwischen Johnny und Delion herrschte früher einmal eine gesunde Rivalität. Das ist sehr interessant. Hallo Oma. Delion liebt Pokémon über alles und vor allem liebt er es, mit ihnen in den Kampf zu ziehen. Schon früher hat er immer 100% gegeben, selbst bei Übungskämpfen. Okay, ich weiß nicht, ob ich mit so vielen Leuten hier reden will, weil die sowieso immer nur Schwachsinn erzählen. Hallo, Mr. Brownie. Nur das Wissen deines Trainers kann ein Pokémon seine wahre Stärke entlohnen. Und was sagen die Kinder? Die sagen ja immer ganz witzige Sachen. Lektion Nummer 2 für Pokémon-Trainer. Regelmäßig speichern. Lektion Nummer 3 für Pokémon-Trainer. Wenn ein Pokémon eine Attacke einsetzt, die seinem eigenen Typ entspricht, steigert das ihre Stärke. Aber speichern muss man doch gar nicht. Hier gibt es doch automatisches Speichern. Und was hast du zu sagen? Lektion Nummer 1 für Pokémon-Trainer. Das Pokémon ganz oben auf deiner Liste wird als erstes in den Kampf geschickt. Ah, guck mal, die geben mir richtig gute Tipps. Hallo, Hübschling. Das Haus des Professors erkennt man auch beim Weiten an seinem violetten Dach. Ach, da hinten, guck mal, da lebt Professorin Lalchubale. Ich habe mich wieder überhaupt nicht vorbereitet. Magnolika oder sowas. Und da sind wir auf Route 2 und hier wartet schon unser Rivale, von dem ich auch schon wieder den... Hopp heißt er, Hopp. Ich habe das jetzt halt seit dem Stream vor einer Woche Samstag nicht nochmal angemacht. Weil ich andere Sachen zu tun hatte. Ja. Sag mal, weißt du überhaupt schon, wie man Pokémon fängt? Nein, ich will's nicht wissen. Oh. Falls nicht, erkläre ich es dir. Springt er da einfach rein. Sein kleiner Bruder darf einfach gar nichts alleine machen. Er traut ihm nichts zu. Dann gibt ihm einfach 20 Pokébälle. Das ist aber sehr nett von dir. Und da haut er wieder ab. Kommt kurz vorbei, gibt uns die Pokébälle, haut wieder ab. Schön. Wieso ist das nicht im echten Leben so? Obwohl... Doch, ich hatte sowas auch schon mal, halt mit Geld. Da war eine alte Dame im Zug. Warte, okay, ja, wir gehen zur Professorin. Ist okay, bis gleich, Hopp. Da war eine Dame im Zug und die hat mich einfach angelabert. Und dann habe ich halt mit ihr geredet, weil das macht man halt so, wenn man nett ist, nicht wahr? Gibt es eine neue Pokémon? Nein. Und am Ende der Zugfahrt, wo ich dann aussteigen musste, hat die mir... Das sind aber andere Leute. Ist das dieses hässliche Viech? Ich glaube schon, ja. Das haben wir schon irgendwann mal gesehen. Ein Kamehaps. Kamehaps. Nicht Kamehameha, sondern Kamehaps. Super hässlich, das Ding. Ja, weil es am Ende, als ich da aussteigen musste, hat sie mir dann tatsächlich einfach Geld gegeben, weil sie sich gefreut hat, dass ich mal ein Jugendlicher war, der nicht immer Stöpsel in den Ohren hatte und mit ihr geredet hat. Keine Ahnung. Da hat sie mir dann einen 10-Euro-Schein in die Hand gedrückt. Das fand ich sehr witzig, muss ich sagen. Ich wurde dafür belohnt, dass mein Handy alle war. Also ich habe das wirklich nur nicht gemacht. Sonst habe ich immer Stöpsel im Ohr. Ich bin ein guter Jugendlicher, der immer nur Musik hört und sich nicht mit seiner Umwelt in Verbindung setzt.
Aber an dem Tag, da war es halt schon spät und mein Handy war alle und dann konnte ich halt nichts hören. Und dann war ich auch ganz froh darüber, dass ich da mit so einer alten Dame reden konnte. Und dann noch froher, dass sie mir am Ende Geld gegeben hat. Das war auf jeden Fall ein sehr komisches Erlebnis. Aber ja, irgendwie auch nett. Wieso tötet mich so ein Kami-Hubs eigentlich? Das ist super dumm. Da setzen wir auch nur einen ganz normalen Pokéball ein. Da brauchen wir keinen Luxusball. Weil ich will den sowieso nicht haben. Also ich will ihn nur haben für den PC. Voll assig. Raube ihn seiner Freiheit, nur um ihn dann in den PC zu packen. Er schnappt sofort nach allem, was ihnen unterkommt. Der Grund dafür ist anscheinend, dass seine wachsende Vorderzähne jucken. Oh, juckende Zähne ist natürlich auch nicht so geil. Ach scheiße, jetzt habe ich es nicht umbenannt. Ich bin irgendwie auf X gekommen. Menno! Und das ist jetzt in meinem Team drin, oder was? Ich wollte ihn eigentlich umbenennen, aber ist ja egal. Man kann ihn ja sowieso jederzeit umbenennen. Aber an sich habe ich auf jeden Fall vor, die Leute, die Pokémon alle umzubenennen. Da ist ein kleiner Racker! Der hat's auf mich abgesehen. Was hat er da auf seinem Shirt? Das wird mich interessieren. Was ist das für ein Pokémon auf seinem... Oh mein Gott, er hat mich gesehen! Oh mein Gott! Wenn sich die Blicke von zwei Pokémon-Trainern treffen, gehört es sich einfach zu kämpfen. Gehört das hier zur Pokémon-Knicke dazu, oder was? So, was ist denn das? Was hat er da auf sein Shirt? Ein Taco-fressendes Pokémon, wie es aussieht? I don't know. Auf jeden Fall Timmy. Ich finde schön, dass seine Haare sich... Also, ohne Witz, die Animation und sowas in diesem Spiel finde ich wirklich... Gut. Klar, einige Tacken sehen jetzt gleich aus, so Tackle und so. Meint ihr, der zieht mir neuen Leben ab? Komm, wir setzen einmal einen Trank ein, weil ich möchte nicht, dass beide Leute sterben. Aber so richtig sicher bin ich mir noch nicht, ob ich da so eine kleine Nuzlocke-Challenge mache oder ob ich das einfach casual durchspiele. Werden wir sehen. Erstmal eine Aquaknarre auf das Roffel. Da ist das Roffel gleich tot. Mir doch egal, ob er einen guten Schlag macht. Macht das meine Verteidigung runter? Oder den Angriff? Ich glaube, die Verteidigung. Das bringt dir gar nichts. Denn ich setze einfach noch einmal Aquaknarre ein. Bäm. Well, that was easy. Oh, ich kann nicht wegsehen, wenn mir ein starker Trainer über den Weg läuft. Da gibt es ja noch andere Pokémon. Was ist das? Das ist wieder ein... Was ist das da rechts? Was ist das? Ah, auch noch ein Roffel. Okay. So, hier oben ist aber noch ein Pokéball. Den nehme ich natürlich mit. Zwei Tränke. Perfekt. Kann man hier eigentlich runter? Ja, tatsächlich. Okay, also an diesen Dingern kann man runterhüpfen. Es gibt hier so viele Wege. Guck mal, wir können nach rechts gehen oder nach links. Aber hier ist ein Pokéball. Geil. In einem Pokéball waren drei Pokébälle drin. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Und hier ist dieses Corgi-Ding, das möchte ich auf jeden Fall haben. Hallo, du kleiner süßer Fratz. Das wollen die. Die will ich auf jeden Fall haben. Mir egal, ob männlich oder weiblich. Es ist tatsächlich männlich, na gut. Ja, immer Aquaknarre, wenn wir hier schon Aquaknarre haben. Oh, das ist Elektro. Digga, was? Das ist ja voll heftig, der Typ. Okay, dann kriegst du jetzt einen Klaps. Nein, als ob wir paralysiert sind. Aber es funktioniert trotzdem. Okay, gut. Das macht halt, ja, nicht so viel Damage. Das wollen die, ist super süß. Vor allem Corgis haben hinten am Po immer so ein Herzchen. Oh Mann. Und ein Tier, was hinten ein Herzchen auf seinem Fell einfach trägt, den... Das ist ein Herzchen! Die sind also super süß. Corgis sind so unfassbar süß. Das müsste verboten sein, wie süß die sind. Ich bin mir übrigens auch noch nicht sicher, wie ich das mit den Pokémon-Kämpfen machen will. Ob ich die wirklich ganz drinnen lasse oder ob ich die ein bisschen zusammenschneide und sowas. Muss ich alles noch gucken. Wird sich im Laufe des Let's Plays schon irgendwie zeigen. Mermion Level 10. Locker entwickelt er sich mit Level 12 oder sowas schon. Ich glaube, relativ früh. So, die Viecher haben wir natürlich auch noch nicht. Hier gibt es doch garantiert auch TMs und sowas, oder nicht? Dass man dann später fliegen kann und so? Oh nein, nicht die Pizza. Aua, hallo. Denkst du bitte mal drüber nach, ob das mein Mermion vielleicht wehtut? Wir sollten auch irgendwann nochmal mit Foxui kämpfen. Oh nein, die Paralyse. Die sticht voll rein. Nein, nicht der Silberblick. Du kannst mich doch nicht so einschüchtern. Denn ich möchte einfach mal wissen, was Foxy überhaupt kann. Der ist ja anscheinend von Typ... Oh nein, Mike. Der ist von Typ Unlicht. Das heißt, er kann bestimmt auch richtig coole Sachen lernen. Tja, den wollte ich eigentlich haben, aber okay. Nehme ich halt das zweite. Guck mal, das ist sogar mal ein weibliches und sogar Level 7. Das heißt, er ist sogar besser als das eben. Als ob das immer so stark ist. Wieso ist Aquaknarre so stark? Oh Mann, ich krieg niemals so ein Mikro. Was übrigens ein sehr komischer Name ist. So, du jetzt aber. Kann doch nicht sein, dass ich hier kein Mikro krieg. Okay, männlich Level 7. So, der hält ja wohl wenigstens eine Aquaknarre aus.
Oder auch nicht, weil wir einfach paralysiert sind. Gut, Fox Siri, du machst sowieso weniger Damage, oder? Du bist jetzt dran. Kämpfen wir zumindest mal mit einem anderen Pokémon, um hier ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Oh, Fox Siri ist auch voll süß. Gab's davor auch schon Fuchs-Pokémon? Garantiert, aber so süße Fuchs-Pokémon? Ich weiß ja nicht. Hier, Prügler, das klingt sehr gut. Der hat sogar gleich eine Unlichtattacke, ist ja mega krass. Überheblichkeit, ist das so eine Attacke, die er immer wieder einsetzen muss? Bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall prügeln wir ihn hier richtig kaputt, Alter. Alter, krass, zweimal getroffen, das hat bestimmt 5 Damage gemacht. War ja richtig gut. Ist effektiv, Leute. Ich glaube, dieses effektiv hat nichts auszusagen. Das heißt einfach nur, dass es halt nicht effektiv ist. Also, dass es nicht gar kein Damage macht, sondern es ist halt normal effektiv. Und sehr effektiv heißt dann halt, dass es mehr Damage macht. Okay, das kann jetzt hier ein bisschen dauern. So, jetzt ist er nämlich im roten Bereich und jetzt können wir ihn easy peasy, glaube ich, fangen. Maiko, du gehörst mir! Ja! Oh, wie er da kurz noch gewartet hat. So eine Millisekunde länger gewartet beim dritten, als bei den ersten beiden Wacklern. Oh mein Gott. So, sehr cool. Mamion ist Level 11. Mega krass. Guck mal, aber Fuxery hat jetzt auch mehr Erfahrungspunkte bekommen. Warum? Weil er den vernichtet hat? Oder wie? Da muss ich mir ja auch nochmal irgendwie auseinandersetzen mit. Maiko, es ist von Natur aus sehr mutig und fordert daher jeden noch so starken Feind heraus. Selbst wenn es den Kürzeren zieht, dient dies seinem Trainer. Hä? Training? Dient das seinem Training? Das ergibt mehr Sinn. Sieht ein bisschen aus wie ein Sonnenkern, gell? Also rein von dieses Dunkle oben und Gelb unten. Da fehlt nur noch ein Gesicht unten beim Gelben. Dann ist es quasi ein Sonnenkern. So, und da mir kein besserer Name einfällt, nennen wir ihn einfach Sonnenquo, weil er aussieht wie ein Sonnenkern und aber eine Krähe ist. Sonnenquo. So schlecht klingt der Name jetzt auch nicht. So, oh, ein Flitzeflatzel. Das ist eine Galar-Version, ne, von Zigzags? Ich glaube schon. Zigzags war auch eines der ersten Pokémon, die man bei Pokémon Colosseum tatsächlich bekommen hat. Möchte ich auch haben. Hier, eine Aquaknarre für dich. Sind diese Galar-Versionen alle so ein bisschen punkmäßig angehaucht? Sieht auf jeden Fall cool aus. Also dieses Farbmuster gefällt mir sehr gut. Als ob wir paralysiert sind. Ach komm! Na gut, ich glaube, ich muss nochmal kurz einen Trank einsetzen. Paraheile hätte ich irgendwie auch nochmal einsetzen sollen, aber egal. Ich versuche jetzt, dass meine Pokémon nicht sterben. Wollen wir das wirklich so machen, Leute? Lasst es mich mal wissen. Ich werd oben in dieses i mal so eine Umfrage reinmachen, ob wir so eine halbe Nuzlocke-Challenge machen, dass unsere Pokémon selbst nicht sterben dürfen. Und wenn sie tot sind, dann darf ich sie nicht mehr verwenden. Entweder gar nicht mehr, oder ich baue irgendwie so einen Death-Counter ein, keine Ahnung, dass dann jeder Pokémon tot diesen Death-Counter hochtreibt, aber ich darf die Pokémon dann trotzdem noch verwenden. Oder irgendwie so, oder ich darf die Pokémon dann für den nächsten Arena-Leiter nicht verwenden und wenn ich den Arena-Leiter besiegt habe, dann doch wieder oder sowas? Müsst ihr mir mal sagen, wie ich das machen soll. Ich bin wieder doch unschlüssig. Und auch hier wegen Pokémon-Namen und sowas, wenn ihr irgendwie nach einem Pokémon benannt werden wollt oder irgendwelche Namensvorschläge habt, dann könnt ihr die auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Zigzags wurde auf jeden Fall gefangen. Und dieses tollt ratlos umher, begegnet es einem anderen Pokémon, rempelt es dieses absichtlich an, um einen Streit anzuzetteln. Also doch voll der Punker. I knew it. Warte, so, jetzt setzen wir einmal noch ganz kurz Paraheile ein, damit mein Mamion wenigstens mal irgendwas machen kann. Und wenn wir schon so viele Tränke haben, dann setzen wir auch noch einen Trank ein. Und kämpfen zumindest noch gegen Madame Schönling. Och, wer niedlich ist, ist stark. Und wer stark ist, ist auch niedlich. Das ist mein Motto. Die Göre Maya. Und diese Göre, die ich meine, nennt sich Maya. Sie hat ein hässliches Big Brain. Kamihubs, genau so hieß das. Nicht sehr effektiv. Alles klar, das ist wohl ein Wasser-Pokémon, hä? Dann setze ich halt einen Klaps ein. Los, Mamion, klapp sie tot. Okay, das macht nicht so wirklich viel Damage. Das ist kein Tackle. Das war ja wohl sowas von eine Bissattacke, die der gerade gemacht hat. Okay, so also ein bisschen merkwürdig. Ist das schon. Das sieht doch nicht aus wie ein Klaps. Bei einem Klaps würde ich doch denken, dass Mamion mit seinen mini kleinen Lego-Ärmchen den irgendwie eine Backpfeife gibt. Aber nein, er macht so eine Tackle-Attacke. Wie sieht denn dein Tackle bei Mamion aus? Bestimmt genauso. Das finde ich noch ein bisschen merkwürdig. Aber an sich geht das schon alles klar, würde ich sagen. So. Ist der auch weg? Warum hat jetzt Sonnenkorn und Zigzags mehr Erfahrungspunkte bekommen? Das verstehe ich wirklich überhaupt gar nicht. Warum bekommen die nicht einfach alle gleich viele?
Vielleicht soll ich mein Motto überdenken. Das war auf jeden Fall keine starke Leistung. Also von mir schon. Also ich bin zufrieden mit mir. Das ist noch ein Typ. Alter, wie viele Leute sind denn hier auf dem Weg zu Professor? Und warum stehen die hier alle rum? Wir sind so eine kleine City und die stehen hier einfach alle beim Professor rum und warten, dass da irgendein Frischling rankommt. Weil die, sonst haben sie keine Chance gegen die erfahrenen Trainer. Gegen Hopp hatte ich keine Chance, aber dich kann ich bestimmt besiegen. Auch so eine Sache. Die haben doch locker ihre Pokémon jetzt noch gar nicht wieder geheilt. Die haben eben gerade gegen Hopps gekämpft, da verloren. Oh, der sieht interessant aus. Jetzt kämpfen sie gleich weiter gegen mich. Voll die Pokémon-Quälerei hier. Oh, der hat sogar zwei Pokémon, Leute. So, immer erstmal Aquaknarre einsetzen. Ist wahrscheinlich ein Pflanzen-Pokémon. Oh, oder auch nicht. Warum? Krass. Das war nicht mal sehr effektiv. War anscheinend aber ein schwaches Level. Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Ein Kleptifuchs. Nee. Kleptifuchs ist Unlicht, ne? Hätten wir vielleicht doch wechseln sollen, weil unser Kleptifuchs kann ja eine Unlichtattacke. Egal, erstmal Aquaknarre. Nachdem er seinen Ruckzuck-Keep hier gemacht hat. Ich finde süß, wie das der Kleptifuchs immer seine Füße anguckt, nachdem er angegriffen hat. Okay, auch komisch, warum dürfen wir jetzt als erstes angreifen? I don't know, ich verstehe Pokémon nicht. So, easy game. Wenn wir dann vielleicht Level 12? Nein, na gut, dann nicht. Ich verliere gegen jeden, egal. Ob gegen wilde Pokémon oder andere Trainer. Oh, das tut mir leid, aber 420 finde ich sehr gut. Merci und bye bye. Sagen die eigentlich noch coole Sachen, wenn man sie danach anspricht? Meine Pokémon müssen noch viel stärker werden. Da hilft er fleißig kämpfen, damit sie möglichst viele Erfahrungspunkte sammeln. Das ist korrekt. Wir sind überall nur dieselben Viecher. Da glänzt doch irgendwas. Hab ich ganz genau gesehen. Sprühdose Schutz. Damit hält man Pokémon von sich ab. Ja, das hat schon mal sehr gut funktioniert. Ein Hothot? Es gibt Hothots in diesem Spiel? Das war auch ein super, super altes Pokémon. Ich glaube, ich töte das mit allem, was ich mache, oder? Weil ich schon Level 11 bin. Wir probieren mal einen Klaps aus, aber ich vermute, es wird dadurch sterben. Nicht mal ansatzweise. Ist in Ordnung. Warum ist das Hothot so krass groß? Hothot ist auch ganz nett. Möchte ich aber ehrlich gesagt trotzdem nicht im Team haben, weil ich habe ja jetzt schon ein Micro. So ein Sonquow. Ah, Micro. Da steckt auch Quo drin, Leute. Also was der Krähe heißt. Vielleicht haben sie es deswegen so genannt? Das ist ja schon wieder Big Brain. Das ist ja 200 IQ. Hätte ich nicht mit gerechnet. Quo, ja. Und damit da nicht jeder drauf kommt, haben sie es einfach eingedeutscht. Kro. Micro. Okay, dann schon. Meine Krähe quasi übersetzt. Micro. Dann war das ja schon von Anfang an ein richtig schlauer Name, Leute. Hothot! Er steht immer auf einem Bein. Es wechselt sein Standbein so schnell, dass man es kaum sieht. Hat er echt zwei Beine? Lol. Okay, ich dachte, er hat immer nur ein Bein. Will ich keinen Spitzer nehmen, weil ich ihn sowieso nicht im Team haben will. So, alles klar. Ja, dann sind wir hier auch durch. Noch ein bisschen Story vorantreiben. Schau mal, da ist die Professorin. Die ist super alt. Das ist, glaube ich, die älteste Professorin, die es jemals in einem Pokémon-Spiel gab. Was macht die Arbeit, Professorin? Wie ich sie kenne, haben sie inzwischen alle Geheimnisse der Dynamax-Phänomens gelüftet. Ha, ich fürchte, davon bin ich weit entfernt. Dynamax ist immer noch ein großes Rätsel. Ach, wenn ich nur endlich meine Enkelin dazu bewegen könnte, das Projekt zu übernehmen. Hä? Wer bist du denn, kleiner Junge? Oh, wie unhöflich von mir. Ich habe gar nicht bemerkt, dass wir Besuch haben. Willkommen auf meinem bescheidenen Anwesen, junger Trainer. Ich bin Professorin Magnolika. Guck mal, hab ich mir doch richtig gemerkt. Komm nur mit herein. Was sehe ich da, Hopp? Dein Wolli hat ja Gesellschaft bekommen, wie schön. Und du musst Dizzy sein. Meine Enkelin Sanya hat dir ein Pokédex zukommen lassen, nicht wahr? Jetzt liegt es an dir, ihn zu vervollständigen. Dizzy, das Dynamax von the Main ist dir doch sicher ein Begriff, oder? Professor Magnolika erforscht dieses Mysterium nun schon seit einiger Zeit. Erst wenn wir alles darüber wissen, werden wir das Potenzial von Dynamax vollständig ausschöpfen können. Er hat das auch sogar eingesetzt in seinen Kampf, oder nicht? Die benutzen eine Taktik oder Technik und wissen gar nicht, wie sie funktioniert, oder wie? Okay, ganz klar. Zufall. Ach, das ist mal wieder typisch Delion. Pokémon hier, Dynamax da. Muss sich jedes Gespräch um Pokémon drehen. Schau doch mal ein wenig über den Tellerrand und erweitere deinen Horizont. Da wäre zum Beispiel Tee. Ja, genau, Tee. Entschuldigen Sie, Professorin, aber könnten Sie uns einen Gefallen tun? Sagen Sie meinem Bruder doch mal, dass er uns einen Empfehlungsbrief für die Arena-Challenge geben soll. Den brauchen wir, um uns für die Teilnahme zu qualifizieren. Was höre ich da? Willst du etwa nicht, dass die daran teilnehmen, Delion? Ach, Hopp und Dizzy sind erst vor kurzem zu Pokémon-Trainern geworden. Sie sind einfach noch zu unerfahren. Ach so, aber war es nicht auch dein Traum, dass aus Galar irgendwann einmal die Region mit den stärksten Trainern der Welt wird? Da haben sie natürlich recht.
Das war ja auch der Grund, warum ich mich überhaupt dazu entschieden hatte, den beiden ein Pokémon zu schenken. Na schön, ihr sollt eure Empfehlungsbriefe haben, aber nur unter einer Bedingung. Ich will, dass ihr kämpft. Ich will, dass ihr mir einen Kampf zeigt, nachdem mir gar nichts anderes übrig bleibt, als euch für die Aurelia-Challenge zu empfehlen. Diese Musik, ey. Okay, die Professorin hat hier auf jeden Fall auch einen Haps-Knops-Schnoppel-Lops. Haps-Haps-Haps. Und einen Ehemann anscheinend auch. Damit Pflanzen gedeihen, muss man sich nach ihren Bedürfnissen richten. Man darf nicht in Felder machen und blablabla. Fehler, 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 Fehler. Was hat sie denn oben so? Ganz viele Bücher. Das ist aber sehr kindlich hier eingerichtet für eine Oma, muss ich sagen. So wie Pink, holy moly. Und sie mag Corgis auch ganz gerne. Und ein Spitmobil auf der rechten Seite. Geil. Das ist mir sympathisch. Ich mag Oma Magnol, Professor Magnolika. Kann man hier eigentlich auch in den... Nee, schade. Ich will im Mülleimer rumsuchen. Na gut, dann kram ich halt nicht in deinem Mülleimer rum. Dabei ist das doch ganz normal. So, hier hinten ist doch bestimmt noch irgendwas versteckt. Hopp wartet übrigens hier irgendwo. Aha, ein gelber Ball. TM57, Gegenstoß. Geil. Hier hinten haben wir auch noch einen Bugball. Hallöchen. Ein Superball sogar. Krass. Heftiger Scheiß. Gut, und irgendwo soll hier drauf... Oh. Hä? Da blinkt doch was. Eine Flasche Tafelwasser. Cool. So, aber irgendwo... Ach, jetzt muss man doch immer darauf achten, ob hier irgendwas blinkt. Alles klar. Irgendwo soll hier Hopp warten. War hier irgendwo ein Trainerfeld? Laser, ja. Hi. Lass uns nochmal kämpfen. Zum dritten Mal, glaube ich, oder so. Aber erst war... Mann. Da ist ein Pokémon. Im Wasser. Ich will diesen Pokémon. Okay, dann lass uns kämpfen. Hi. Ich will der allerbeste Trainer überhaupt werden, wie keiner vor mir war. Ganz allein. Fange ich sie mehr. Ich kenne die Gefahr. Okay, lass uns kämpfen. Für mich ist jeder Kampf eine Chance, etwas Neues zu lernen. Nur so kann ich meinen Ruf als Delion der Unschlagbar gerecht werden. Liefert mir einen Kampf, der sich gewaschen hat. Lasst anständig die Fetzen fliegen, hört ihr? Klar. Ich habe aber schon 6 Pokémon, das ist ein bisschen unfair. Sorry, Hopp, also wenn du dir jetzt keine Pokémon gefangen hast, dann hast du auf jeden Fall verkackt. Er hat 3 Pokémon, okay. Er hat also Wolli, Hopplo und... Was hat er noch? Man weiß es nicht. Bist du schon ein bisschen stärker geworden? Das werde ich gleich mal überprüfen. Also wenn dein Wolli jetzt trotzdem erst Level 6 ist, dann hast du, glaube ich, keine Chance gegen meinen Memeon mit seiner Klapsattacke. Blup. Boah. Das ist doch ganz okay. Mir gefällt diese Tackle-Animation von Wolli auf jeden Fall richtig gut. Klapp, klapps in dein Gesicht. Ich frage mich ja, wie wir dann hier wegkommen. Ah, wahrscheinlich. Ah ja, natürlich. Durch den Zug. Wir haben hier eine Zugstation. Und Wolli schon mal weg. So, jetzt bin ich gespannt. Kommt Hopplo oder kommt sein drittes Pokémon, das wir noch nicht kennen? Was wird sein? Ich vermute, es wird ein Micro sein. Einfach, keine Ahnung. Vermute ich einfach mal. Mal gucken, ob stimmt. Eine Aquawelle, ja klar. Wenn das Schaden macht. Was macht denn die Aquawelle? Sag mal her hier. 60 Stärke. Angriff mit Wasserwelle, die das Ziel eventuell verwirren kann sogar. Ja, dann. Ich finde den Heuler nicht geil. Deswegen heule einfach mal weg. Dieses kommt Hopplo und dann kämpfen wir natürlich weiter. Wir sind ja kein Vollidiot. Das ist auch noch so eine Sache, die man natürlich schwerer machen kann. Dass man nicht nach jedem Mal, wenn man ein Pokémon besiegt hat. Können wir gleich mal die Aquaquelle testen. Das Pokémon wechseln darf, sondern dass das Pokémon, das drinne ist, auch drinne sein muss. Wäre auch noch so eine Sache, wie man das halt stärker machen kann. Wahnsinn, du hast die Wechselwirkungen zwischen den Typen ja schon total verinnerlicht. Ist ja nicht so, dass das bei den Attacken auch dabei steht, was sehr effektiv ist, aber okay. Und bei Feuerwasser ist das jetzt auch nicht so weit hergeholt, dass man das, selbst wenn man Pokémon nicht kennt, das drauf hat. Es ist tatsächlich ein Micro. Ich hab's wirklich nur geraten. Aber weil Micro halt so ein... Es wäre entweder ein Roffel oder ein Micro gewesen. Ist halt wirklich so. Na, wir bleiben. Wir bleiben beim Memeon. Ach, das wird knapp, aber solche Kämpfe sind genau unser Ding. Total wird das knapp. Du hast... Hat er überhaupt schon einmal angegriffen? Ja doch, er hat einmal einen Tackle gemacht, ne? Level 5 Micro, nein, was soll ich nur tun? Vielleicht ja eine Aquawelle. Denn wenn deine Federn zu nass werden, Micro, dann kannst du nicht mehr fliegen. Auf wieder One-Hit. GG. Mandor. Das war heftig. Also ich glaube für Hopp langt das leider nicht für sein Empfehlungsschreiben. So wie er sich da gerade geschlagen hat. Ach, was für eine Enttäuschung. Aber wenigstens habe ich dir in einen würdigen Rivalen gefunden. Ja, aber du bist nicht würdig, gegen mich noch länger zu kämpfen, du Schwächling, du. Dabei hatten meine Würfe diesmal doch die perfekte Kurve und alles. Ja, darauf kommt das an, dass er den Pokéball besonders cool wirft. So, alles klar. Dizzy, du bekommst ein Empfehlungsschreiben. Aber Hopp, du warst leider zu schlecht. Das tut mir leid. Also, hier, Dizzy, nur für dich ein Empfehlungsbrief. Hopp.
geh mir aus den Augen. Du bist eine Enttäuschung für unsere Familie. Du konzentrierst dich zu sehr auf Nebensächlichkeiten. Das muss sich ändern. Dann kriegst du auch dein Empfehlungsschreiben. Die Wurftechnik von Pokéballen und andere Kleinigkeiten, das ist total unnötig, du Vollidiot. Es geht um starke Pokémon und die Liebe zu ihnen. So wie es Dizzy getan hat. Davon will ich mehr sehen. Hast gehört, Dizzy? Du bist der Allergeilste. Ich muss leider noch mehr trainieren, aber das ist ja schon okay. Geh du auf deine Reise und mach mich stolz. Was? Ich habe keine Empfehlungsschreiben bekommen. Das merkst du ja früh, Hopp. Alter, eine Sternschnuppe. Oder so, vielleicht auch nicht. Was war das denn? Ist das etwa dieses Dynamax, von dem alle reden? Das ist ja ein Zufall. Ey, Dizzy, schau mal. Ist das nicht ein Wunschstern? Na, es sind sogar zwei Wunschsterne. Was ist besser als ein Wunschstern? Zwei Wunschsterne. Hier, kannst du haben. Danke, dankeschön. In Gala verstreute Steine, denen eine geheimnisvolle Energie innewohnt. Es wird erzählt, Wünsche gingen in Erfüllung, wenn man sie aufsammelt. Aber ich habe sie jetzt nicht aufgesammelt, er hat sie mir einfach gegeben. Hat Hopp jetzt zwei Wünsche frei? Mit so einem Wunschstern kann man Pokémon Dynamaxieren. Komisches Wort. Dadurch werden sie riesengroß. Aber was anderes bringt es nicht. Sie werden einfach riesengroß. Das ist ja ein Ding da. Es heißt, Wunschsterne landen nur vor Menschen, die einen ungewöhnlich starken Wunsch hegen. Ja, ich will der Allerbeste sein. Der Allerallerbeste. So, jetzt habe ich es dreimal gewünscht. Jetzt geht mein Wunsch bestimmt in Erfüllung. Hopp, Wunschsterne zählen zu den wertvollsten Schätzen, die man in Gala finden kann. Aber so wirst du ihnen in ihre geheimen Kräfte sicher nicht entlocken. Gebt ihr mir mal kurz eure Wunschsterne, bitte? Huch! Wo kommen sie denn her? Was ist denn hier los? Ihr seht ja vergnügt aus, da kommt man gerne nach Hause. Ihr esst doch noch mit uns zu Abend, oder? Bin vor kurzem auch auf den Curry-Train aufgesprungen, falls ihr mal kosten wollt. Ach stimmt, das kann man hier ja auch. Man kann auch sein eigenes Curry kochen oder so, ne? Endlich ist es morgen. Guten Morgen, ihr Frühaufsteher. Ohio, Ohio, Ohio. Du bist doch einem komischen Pokémon begegnet, oder? Kannst du mir darüber erzählen? Ach nö, na gut. Da war so ein Nebel und da kam da so ein Pokémon und wir haben unser Bewusstsein verloren. Unsere Hose war plötzlich offen. Aber sonst nichts Großes passiert, glaube ich zumindest. Schaut mal, was ich für euch habe, Dizzy und Hopp. Hier. Ach so, das hat die Alte gesagt. Ist ein bisschen komisch, dass sie ihre Münder nicht bewegen. Ein Armband für Dynamax. Das sind Dynamax-Bänder. Darin sind die Wunschsterne verarbeitet, die ihr gestern Abend gefunden habt. Wow, danke, Professorin. Ich werde verrückt. Das sieht ja genauso aus wie das von meinem Bruder. Damit kann ich meine Pokémon jederzeit Dynamaxieren, stimmt's? Nein, nicht ganz. Denn nur bei einer Energiequelle funktioniert das. Ach so, ist das also. Na gut, Dizzy, lass uns einen Wettrennen zum Bahnhof machen, ja? Dann könnte unser Abenteuer nämlich beginnen. Naja, ich gehe da ganz gechillt hin. Hast du vielleicht noch etwas für mich? Nein? Okay. Hast du vielleicht noch irgendein Geschenk für mich? Nein? Okay. Tschüss. Y. Drücke ich doch gleich mal. Ypsicom eröffnet dir jede Menge verschiedener Kommunikationsmöglichkeiten mit anderen Spielern. Du kannst Pokémon tauschen, an Pokémon-Kämpfen teilnehmen und vieles mehr. So gibt es immer was zu tun. Stimmt, ich glaube, es gibt sogar eine Rangliste, gell? Also so eine richtige Rangliste. Online und so. Was ist denn Zaubertausch? Kriegt man da dann random Sachen oder was? Zaubertausch ermöglicht es dir, Pokémon auf magische Art zu tauschen. Du brauchst nichts weiter zu tun, als ein Pokémon zum Tausch auszuwählen. Der Rest ist Magie. Und dann kriegt man random Pokémon oder was? Interessant. Karten gibt es irgendwie auch noch. Kann natürlich noch einen Link-Kampf machen. 4 Trainer in Zweierteams. Das ist auch cool. Das ist ja mega... Oh, da hatte ich mega Bock drauf auf Multikampf hier. Okay. Na dann. Ach, und Dizzy, ich habe noch einen ganz heißen Tipp für dich. Das hier ist hohes Gras. Wenn du darin schleichst, dann greifen dich die Pokémon nicht sofort an. Aber wenn du natürlich gegen Pokémon kämpfen willst, dann pfeif doch einfach ganz laut. Na gut, ich gehe da mal wieder. Tschüss. Da ist er wieder weg. So, pfeifen kann man... Da, Lukas! Lukas hat hier irgendwas gemacht! Pfeifen kann man, wenn man den linken Stick reindrückt. Oh, und dann kommen die Pokémon zu einem hin. Warum steht denn da jetzt Lukas unten? Kilian? Irgendwelche Leute machen hier irgendwelchen Kram? Kann man sich hier hinsetzen? Tatsache. Gutes Spiel auf jeden Fall. Ich habe leider keine Angel, deswegen kann ich hier nichts machen. Dann würde ich aber sagen, wir haben hier, glaube ich, alle Pokémon so gefangen, die man in dieser Route fangen konnte. Also ich sehe jetzt zumindest gerade keine neuen oder anderen Pokémon, die wir noch nicht haben. Deswegen würde ich da noch einen Corgi. Boah, was macht der mitten auf dem Weg hier? Keine Ahnung. Dann würde ich aber sagen, war es das erstmal mit dieser Folge. Und in der nächsten Folge sehen wir uns dann, wenn wir Zug gefahren sind, im neuen Gebiet wieder. Allerdings, hallo. Okay, sie winkt einfach permanent. Ist in Ordnung. Kann ich mitleben. Hier, Dizzy, hier ist der Bahnhof. Okay, danke, du hyperaktives Kind.
So, noch kurz die Pokémon hier wegpacken. Dann haben wir zumindest gerade ein Team aus 3 Pokémon. Das ist ja schon mal ganz schön. Ich hätte erwartet, dass sich unser Mameon heute noch entwickelt. Leider hat es das nicht getan. Aber ja, lasst mich dann auf jeden Fall nochmal wissen, wie ich das dann hier mit den Pokémon-Folgen machen soll. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Ich wollte gar nicht mit dir reden hier. Lass mich in Ruhe. Was? Oh mein Gott, du hast ja kein einziges Pokémon gefangen. Was ist denn mit dir los? Ich hab die schon alle gefangen. Ich sollte jetzt auf dem Heimweg nochmal Pokémon fangen, oder was? Sternschauer, sehr krasse TM. Die gibt er mir einfach so, okay. Gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal anscheinend bei Engine City, wo eine Öffnungszeremonie für die Arena-Challenge stattfindet. Und ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Und bis zum nächsten Mal. Der Zug steht schon bereit. Ja, cool. Tschüss.